Sandale, Stiletto oder High Heel. Viele Höhen und alle an ein und demselben Schuh. Denn die Absätze lassen sich austauschen. Seit 2016 ist diese Kollektion eines Münchner Start-ups auf dem Markt. Doch wie funktioniert das? Das testet Maike Krüger, Euromax-Moderatorin und berufsbedingt eine erfahrene High-Heel-Trägerin. High Heels sehen natürlich super aus, aber eigentlich nur, wenn man steht oder eben sitzt. Denn wenn man zu lange damit läuft, dann fangen die an, irgendwann wirklich furchtbar weh zu tun. Und sie dann wechseln zu können, ohne immer noch ein zweites Paar Schuhe in der Tasche dabei zu haben, das wäre wirklich eine Erleichterung. Und die sieht so aus. Die Absätze lassen sich über einen Hebel wechseln, abziehen, eine neue Höhe festklicken und weg ist die Sandale. Normales High-Heel-Gefühl. Dieses High-Heel-Gefühl kennen Sie nur vom Hörensagen. Die Münchner Jungunternehmer haben unter dem Label Mime et Moi die Damenschuhe entwickelt und zur Marktreife gebracht. Auf die Idee sind wirklich in der Tat unsere Mädels gekommen. Es war so ein typischer Samstagabend, wir waren zusammen unterwegs, waren feiern und man geht irgendwann auf müden Füßen nach Hause und die eine hatte ihre Wechselschuhe dabei und die andere eben nichts und war dann schon so ein bisschen quengelig und hat sie gesagt, Mensch Jungs, ihr könnt echt mal was erfinden, was uns Frauen da das Leben leichter macht. 3 Jahre haben die Start-up-Gründer in die Realisierung ihrer Idee gesteckt. Die Herausforderung, die Sohlentechnologie. Sie passt sich mechanisch an insgesamt 7 Absatzhöhen an. Das ist weltweit einzigartig. Das Schwierigste daran war eigentlich wirklich die Höhenverstellung hinzubekommen, dass der Schuh flach, aber auch hoch genau die richtige Ergonomie hat. Da haben wir auch viel mit Schuhmachern zusammengearbeitet, die uns das nochmal bestätigt haben, dass das alles funktioniert, dass das passt. Tatsächlich, das höchste Modell sitzt. Jetzt will Maike tiefer stapeln. Also angeblich lassen sich die Absätze wechseln, während man die Schuhe noch anhat. Das probiere ich jetzt mal aus. Das war leicht. Und das Laufen offenbar auch. Juhu! Zum Fahrradfahren möchte ich aber am allerliebsten gar keine Absätze tragen. Das ist mir zu gefährlich und deswegen switche ich jetzt wieder um auf den kleinen Absatz. Rund 200 Euro kostet ein Paar, 2 Absätze inklusive. Jeden weiteren Absatz muss man extra dazu kaufen. Fahrradfahren natürlich überhaupt gar kein Problem. Lustigerweise habe ich jetzt das Gefühl, die Schuhe sind größer geworden. Also diese Wölbung durch die High Heels ist jetzt ja weg, der Schuh ist gerade und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, er wackelt so ein bisschen. Der Absatztausch, eine technische Herausforderung, an die sich deshalb nur wenige Schuhhersteller wagen. Eine der ersten auf dem Markt war die in Paris ansässige Designerin Tanya Heath. Sie hat nicht so viele verschiedene Höhen und setzt auf High Fashion. Um die 400 Euro kosten ihre Schuhe. Auch das deutsche Label Heelbops verbindet eine praktische Idee mit Design. Katharina Hermes hat den Absatz zum Accessoire gemacht. Doch sie setzt statt auf Auswechseln auf Aufstecken. Ihre Kreationen bestehen aus einem dehnbaren Kunststoff und sind nur für hohe Pfennigabsätze gedacht. Dieses ständige Theater, man bleibt im Kopfsteinpflaster stecken oder in der Wiese stecken, das wollte ich beenden. Ich wollte meine schicken Schuhe einfach auch im Alltag tragen und vor allem auch die Nächte durchtanzen. Vor dem Tanzen steht das Laufen, der Test auf dem Berliner Pflaster. Genau das hier ist ja wirklich der Horror für jede High-Heel-Trägerin. Genau da, in diesen Kuhlen, bleiben nämlich die High-Heels immer stecken. Grauenhaft. Mit ein wenig fremder Hilfe schafft sie es, ihre Schuhe auch unterwegs umzurüsten. Jetzt. Danke. Gar kein Problem. So, perfekt. Von 40 bis hin zu 300 Euro in der Strass-Variante kostet es, seine Pumps so zu pimpen. Tatsächlich sorgen diese kleinen Extra-Absätze dafür, dass die High-Heel-Schuhe bequemer werden. Wahrscheinlich, weil das Gewicht besser verlagert wird als auf den Pfennigabsätzen. Also super Sache. Eine Variante für modisch wagemutige Heel-Trägerinnen. Wer nach der durchtanzten Nacht das Bedürfnis nach flachen Sohlen hat, nimmt die Heels zum Umstecken.